Wir sehen heute dasselbe Muster an den Märkten wie in den letzten Tagen. Dünne Liquidität, wenig ganz klare Richtung, ganz klare größere Bewegungen bei den Indizes. Alles sehr uneinheitlich. Wir sehen heute die Renditen für eure Staatsanleihen fallen. Das hilft dem Nasdaq nach oben, während der Dow Jones verliert, der in letzter Zeit ohnehin nicht mehr so stark ist. Lange Zeit war der ja praktisch der Index, der am stärksten gelaufen ist. Wir sehen, dass der DAX heute ein neues Allzeithoch gemacht hat, dann aber ein bisschen zurückgefallen ist. Also das Bild ist uneinheitlich, dünnste Volumina mal wieder. Man wartet also offenkundig auf das, was da kommt von der Fed, denn ob Bewertungen hin oder her, wir sind so teuer wie noch nie in der Geschichte, kann man sagen, interessiert niemand, solange die Liquidität eben reichlich vorhanden ist. Insofern kommt dieser Aussage, kommt dem, was die Fed am Mittwoch uns mitteilen wird, natürlich besondere Bedeutung zu. Wird es so weitergehen? Wird man also sagen, wir warten ab, wir werden erstmal nichts in Richtung Tapering, in Richtung Reduzierung der Anleihekäufe zum Beispiel sagen. Dann erwarten manche eine weitere Rallye, erwarten sie eine Sommerrallye. Aber schauen wir uns mal die verschiedenen Positionen an, denn so klar scheint das nicht zu sein, was da passieren wird. Zum Beispiel heute Paul Tudor Jones, Hedgefondsmanager aus den USA, der gesagt hat, ja, also ich weiß auch nicht, was die Fed macht, aber eins weiß ich, die Inflation, die wird nicht transitory sein, also nicht vorübergehend sein. Damit widerspricht er praktisch ziemlich eindeutig den Aussagen der Fed. Und er hat gesagt, ja, ich werde, wenn die Fed nichts ankündigt in Sachen etwas weniger ultralaxe Geldpolitik, dann werde ich Commodities, also Rohstoffe kaufen, Krypto kaufen, Kryptowährungen kaufen und Gold kaufen. Diese Aussage von Paul Tudor Jones hat dann Bitcoin nochmal einen nächsten Schub verliehen, nachdem Elon Musk ja wieder Sinnfreies getweetet hat, was den Kurs dann nach oben gebracht hat. Also es ist schon erstaunlich, wie ein einziger Mensch einen solchen Einfluss haben kann auf Bitcoin zum Beispiel oder die Kryptowährungen insgesamt. Zeigt, dass das noch so ein bisschen unreif ist, dass das noch nicht so wirklich, ein erwachsenes Asset ist, sonst würde es nicht durch die Aussage eines Einzelnen so stark beeinflusst werden. Also, Paul Tudor Jones sagt, ja, wenn die Fed nichts macht, dann werde ich, weil ich Inflation, nachhaltige Inflation erwarte, alles kaufen, was von dieser Inflation profitieren würde, beziehungsweise was im Preis dann steigen würde. Gold ja heute eher nicht so stark, sondern sogar schwach, die Renditen nach unten, der Dollar wenig verändert. Jedenfalls so heißt es hier bei manchen, ja, wenn jetzt nichts kommt durch die Fed am Mittwoch, dann werden wir so eine Art umgedrehtes Taper Tantrum sehen. Taper Tantrum war ja 2013, als die Fed unter Ben Bernanke eben angekündigt hatte, ja, wir reduzieren diese Anleihekäufe und das ist das Tapering. Damals sind dann die Anleihenmärkte ziemlich im Kreis gesprungen, die Aktienmärkte auch nicht gerade happy darüber. Jetzt könnte es also sein, dass wenn die Fed nichts sagt, dann die Renditen noch weiter fallen. Und wie gesagt, heute sind sie unter Druck gekommen wieder mal. Ist auch der Trade mit dem größten Schmerz, der Weg des größten Schmerzes, weil viele eben short sind in US-Staatsanleihen, weil sie mit steigenden Renditen gerechnet hatten aufgrund steigender Inflation. Und jemand, der sagt, also wir werden auf keinen Fall etwas in Sachen, naja, Drosselung der ultralaxen Geldpolitik sehen, das ist der Goldman Sachs. Und hier sagt man ja, Paul wird wahrscheinlich wie Governor Brainard, die wahrscheinlich nächste Fed-Chefin werden wird, und dem New Yorker Fed-Chef Williams sagen, dass der Arbeitsmarkt noch nicht so weit ist. Das wird sozusagen nach wie vor die Ausrede sein, warum die Fed an dieser Geldpolitik festhalten wird. Und Sven Hendrick, ein ausgemachter Fed-Kritiker, sagt, ja, hört euch doch an, was die Fed zuletzt gesagt hat, was die Fed-Mitglieder, viele Fed-Mitglieder vor der sogenannten Blackout Period gesagt haben, also diesem Zeitraum, wo die Fed-Mitglieder sich nicht mehr äußern dürfen. Und das deutet eindeutig darauf hin, dass sie einfach weiterdrucken, egal was kommt. Aber es gibt auch eine andere Sicht, zum Beispiel von Nordea in Gestalt von Andreas Steno Larsen, der sagt, ja, wir werden sehen, dass Paul gezwungen sein wird, erstmal dieses moderate Überschießen der Inflation zu definieren. Die Fed hat ja immer gesagt, ja, wir sind bereit, ein moderates Überschießen der Inflation zu tolerieren, eben weil das nicht dauerhaft ist, sondern transitory. Dann wird man anhand der Dotplots, das sind die Erwartungen, die die einzelnen Fed-Mitglieder in Sachen Zinsentwicklung haben, wird man sehen, dass die Fed selbst davon ausgeht, im Jahr 2023 erstmals den Zins anzuheben. Und wir werden einen 5 Basispunkte Erhöhung des Zinssatzes exzessiver Reserven sehen oder Überschussreserven, so heißt es auf Deutsch, glaube ich, der Banken. Die Banken
parken derzeit ja sehr viel Geld bei der Fed gegen Staatsanleihen, bei diesen sogenannten Reverse Repos, all das allerdings zu Nullzinsen. Jetzt könnte die Fed gezwungen sein, hier ein erstes kleines Signal zu geben, dass es wieder Zinsen gibt, dass also hier diese Überschussliquidität dann mit einem kleinen Zinssatz ausgestattet wird. Und das wäre schon ein Signal in Richtung, naja, die ganz große Sause ist erstmal vorbei. Das ist ein homöopathischer Schritt, also ein ganz kleiner Schritt, aber es wäre eben ein Signal. Und das ist die Frage, wird die Fed ein solches Signal geben? Ja oder nein? Das ist das zentrale Thema. Das Wall Street Journal ist eher im Camp der Hawks. Die sagen, ja, da könnte was kommen. Da muss die Fed jetzt langsam agieren, eben aufgrund der Entwicklung an den Märkten, aufgrund der Entwicklung der Inflation. Konsens herrscht allerdings darüber, dass die Fed, wenn sie jetzt zu lange wartet und dann diese Inflation nicht so transitory ist, wie sie erwartet hat, dann ziemlich herbe auf die Bremse treten muss. Und wahrscheinlich ist innerhalb der Fed schon eine Diskussion darüber, Mensch, wollen wir nicht jetzt mal so einen ersten Schritt gehen, um danach nicht dann voll auf die Bremse treten zu müssen, wenn unser Hauptszenario, nämlich Transitory Inflation, nicht eintreten wird. Das ist genau der Punkt. Das ist der Druck, der teilweise auch von Ex-Notenbankern aus der Fed kommt, die eben davor warnen und sagen, ihr müsst dann voll aufs Bremspedal treten, wenn das nicht so kommt, wie ihr glaubt. Und Fakt ist ja auch, dass die Inflationszahlen zuletzt immer auf der Oberseite überrascht haben. Umso erstaunlicher diese Complacency, dieses Mantra, das Narrativ, das derzeit dominiert, dass letztendlich diese Inflation wirklich vorübergehend ist. Das haben die Märkte ja jetzt irgendwie geschluckt von der Fed, diese Aussage. Aber es gibt eben Argumente, die dafür sprechen, dass es so ist. Zum Beispiel, dass eben die Transportkosten einen erheblichen Anteil an diesem starken Preisdruck hatten, aber wir haben eben auch andere Punkte, die mit Transport nichts zu tun haben, die eben nicht so transitory sein dürften. Ein paar wollen wir uns da mal anschauen, zum Beispiel Labor Shortage, also die Schwierigkeit, Arbeitskräfte zu finden. Und wir sehen, dass eben auch die Preise so stark von so vielen Firmen angehoben wurden, wie seit den 1970er Jahren nicht mehr. Das klingt jetzt nicht so wahnsinnig transitory. Wir sehen, dass so viele Arbeitnehmer in den USA ihren Job verlassen wie noch nie. Warum tun sie das? Weil sie eben glauben, dass sie einen besseren Job finden, einen vor allem besser bezahlten Job. Das könnte eine Lohnpreisspirale dann eben durchaus in Gang setzen. Markus Koch hat heute gesagt, ja, also die Unternehmen werden doch die Löhne nicht anheben, weil das können sie nicht rückgängig machen. Sie werden die Preise anheben für die Konsumenten, aber nicht die Löhne. Aber wenn sie eben den Bedarf an diesen Arbeitskräften haben und sie die nicht so wirklich finden, dann müssen sie raufgehen mit den Preisen, erstens. Und zweitens werden eben die Arbeitnehmer eine Kompensation verlangen, wenn die Preise überall steigen, indem sie sagen, also ich brauche einen höheren Lohn, sonst kann ich davon nicht mehr leben. Und was darauf hindeutet, dass eben diese Inflation nicht transitory ist, sind vor allem die Mieten, die um und bei 40% der Kernrate bei der Inflationsberechnung betragen. Und hier erwarten die Amerikaner eine Mietsteigerung von fast 10% in den nächsten 12 Monaten. Und Miete ist ja ein extrem wichtiger Faktor, ein wichtiger Kostenblock. Und dazu sehen wir, dass jetzt auch die Gasoline-Preise so hoch sind wie seit 2014 nicht mehr. Also Benzinpreise und Öl und alles, was damit zu tun hat, ist ein maßgeblicher Punkt in Sachen Inflation. Auch wenn natürlich immer mehr Elektromobilität kommt, aber bis das wirklich nicht mehr so die Rolle spielt, wird es noch ein paar Jahre dauern. Und vor allem Transport, hier sehen wir Global Shipping Costs, sind deutlich höher als etwa 2004, 2005, deutlich höher auch als in der Erholung nach der Finanzkrise. Und jetzt hat das erste Unternehmen sich ein eigenes Schiff gekauft, nämlich Home Depot. Die sagen, ja, wir wollen uns unabhängig machen, weil die Preise eben so stark explodieren. Dann kaufen wir ein eigenes Schiff, ein eigenes Containerschiff. Mal sehen, ob das Schule machen wird, ob das allgemeingültig ist. Die Fed, wie gesagt, kauft inzwischen mehr Anleihen im April und Mai zumindest, als der amerikanische Staat emittiert. Man hat da also einen gewissen Überhang. Das würde dann auch für das Tapering sprechen. Die EZB, hier sehen Sie eine Statistik, kauft fast 100% aller Staatsanleihen, die durch europäische oder durch Staaten der Eurozone emittiert werden. Aber nein, das ist doch keine Finanzierung der Staaten durch die Notenbankpresse, nicht? Also dieses Denken, das wird sofort zensiert. Also wer auf solche schrägen Gedanken kommt, dass praktisch die Notenbanken hier die Staaten finanzieren
was ja nicht ganz erlaubt ist, der liegt ganz falsch, meine Damen und Herren, aber die Märkte insgesamt freut es. Wir haben jetzt in der letzten Woche ein neues Hoch gesehen, Marktkapitalisierung der Aktienmärkte, 133% des globalen BIPs. Laut der Buffett Indicator ist das schon tief, tief im Blasenterritorium. Aber wie gesagt, was interessieren Bewertungen, wenn eben die Geldpolitik so ultralax ist, wenn die Liquidität so stark dominiert. Jedenfalls haben sich die Hedgefonds jetzt in Erwartung der FED-Sitzung am Mittwoch, oder das FED-Ergebnis ist am Mittwoch, so stark, so bullisch positioniert im S&P 500 wie seit 2013 nicht mehr. Ist es wie am Anleihenmarkt, wenn alle auf die eine Richtung spekulieren? Bei den Anleihen waren es steigende Renditen, fallende Anleihekurse. Geht es dann genau andersrum? Das werden wir wahrscheinlich erst am Mittwoch sehen. Aber morgen wird schon sehr, sehr genau hinzugucken sein, wie die Erzeugerpreise sich verhalten. Das wird für die Märkte dann nochmal ein Punkt, wo dieses Lull und Lall, was derzeit der Fall ist, so zumindest kurzfristig mal unterbrochen wird. Und dann kann man vielleicht Interessantes und mehr Bewegendes auch wieder von den Märkten berichten. Ich wünsche einen lauen Feierabend, meine Damen und Herren, und sage Servus und Ciao.